Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ich erkläre euch heute auf jeden Fall, wie ihr Fortnite Mobile immer noch spielen könnt, obwohl es ja eigentlich bei den meisten Leuten gebannt ist. Aber es gibt natürlich halt auch den einen oder anderen Weg, wie man das Ganze spielen kann. Ich werde heute auf jeden Fall eine Runde Duo spielen und nebenbei erkläre ich euch das Ganze einfach ein bisschen. Vielleicht kommt eine nice Runde Duo bei rum, ich hoffe es einfach mal, Leute. Ja, wie gesagt, ich erkläre euch das heute auf jeden Fall das Ganze. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal da. Tragt gerne meinen Creator Code Shanti im Item Shop ein. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns nach dem Intro wieder. Was going through so much, I know how to deal with it. Popping the seals, dropping sales on my feelings, yeah. I really love my brothers, I'm so grateful for my father, cause I wouldn't be shit without him, family wouldn't. So, Leute, wir gehen jetzt mal eine Duo-Runde rein und dann erzähle ich euch auf jeden Fall erstmal, wie das Ganze zustande kommt. Ah, ich kann euch kurz was zeigen, Leute. 9780 Punkte Arena. Bald kommt auf jeden Fall ein Arena-Video, wie ich 10.000 Punkte auf Arena geschafft habe. Bekommt auf jeden Fall ein paar nice Clips. Ich wünsche euch auf jeden Fall dann auch viel Spaß damit. Wir gehen jetzt aber auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal eine normale Duo-Runde rein, weil ich habe ja neulich so ein Fortnite-Mobile-Video gemacht, das ist auch eigentlich gut bei euch angekommen. Ganz viele meinten so, yo, das ist altes Gameplay, das ist die alte Season, und es wussten tatsächlich einfach noch ein paar Leute nicht, was überhaupt mit Fortnite Mobile passiert ist. Ich werde euch das Ganze auf jeden Fall, wie gesagt, in dem Video erklären und ich werde euch einfach ein paar Möglichkeiten zeigen, wie man das Ganze noch spielen kann. Hey Leute, ich habe auch übrigens, weil das Gameplay ist ja gerade auf PC, seht ihr ja, ich habe auch echt viel auf PC geübt, muss ich sagen. Ich kann euch hier mal von mir aus ein paar Clips einblenden. Hab ein Schild, oh mein Gott! Oh, 1 aus 7. Ich bin ja der Shanti. Ja. Always believe in your dreams. Yeah. Oh mein Gott, ich kann mich so schön aufwärmen. Du so schön singst so. Ich glaub's gar nicht. Bro, ich baue gerade wie ein Gott. So, dann war's das jetzt auf jeden Fall mit den PC-Clips. Ich hoffe, ihr freut euch auf das PC-Arena-Video bald. Und wir starten jetzt erstmal in die ganze Sache rein, wie man Fortnite Mobile noch spielen kann und wie man es sich sogar neu herunterladen kann, Leute. Wenn ihr gerade kein Fortnite Mobile mehr habt, gibt es noch eine Möglichkeit, euch das runterzuladen, aber darauf gehe ich erstmal später ein, Leute. Es meinten ja viele irgendwie, mein Gameplay von letztem Video ist gefaked, weil ich irgendwie mit der Charge Pump spiele und noch in der alten Season 3, und das ist halt, die Season 3 ist halt eigentlich auch schon 2 Monate her. Aber ich blende euch jetzt mal hier, Leute, eine Bildschirmaufnahme von meinem iPad ein. Da oben seht ihr natürlich ganz normal in der Ecke die Uhrzeit und das Datum und so weiter. Und wenn ich jetzt hier mein Fortnite starte, dann seht ihr auch, dass es ganz normal lädt, als hätte man halt Fortnite Mobile noch ganz normal und als wäre da nichts gebannt gewesen. So, ich kümmere mich jetzt erstmal um die Gegner, dann zeige ich euch, was hier gleich weiter abgeht. Chill dich. Ich habe halt weniger Dinges, ne? Kein Metz. Hier, zack. Wahnsinniger OP. Lol. Ja, Leute, ihr seht hier, Anders lucky, aber natürlich alles gewollt, ihr wisst. So, zack. Okay, ich bin Marlon. Ja, hey, normal. Jetzt bist du einfach los. Wird das jetzt ein Solo-Duo-Gameplay oder was? Obwohl ich weniger nett dabei. Ich sag, oh Mann. Let's go, das war's mit dem Gegner. Okay, Leute, also auf jeden Fall ist man jetzt hier in Fortnite Mobile drin und ihr seht schon, ja, hier sieht irgendwas ein bisschen merkwürdig aus. Hier sieht's auf jeden Fall nicht aus wie immer, Leute. Und zwar liegt das daran, weil man einfach noch das ganz normale Fortnite Mobile spielen kann, sollte man es noch auf seinem iPad haben. Nur ist es halt einfach noch die alte Season, was halt, ist halt ein bisschen low, Digga. Also es liegt auf jeden Fall daran, dass es noch die alte Season ist. Ihr könnt aber halt in der alten Season auf jeden Fall noch Creative Open spielen. Ihr könnt auch Solo spielen. Es gibt halt keine Arena und die meisten anderen Spielmodi sind auch weg. Okay, Leute, wir gehen in die nächste Runde rein. Das, was man halt nicht mehr kann, ist halt, wie gesagt, Arena spielen, und es gibt momentan keine Turniere mehr für Mobile, was halt echt ein bisschen schade ist. Und wenn ihr dann Creative drin seid, habt ihr immer noch die Auswahl zwischen ganz, ganz, ganz vielen Modis. Also ihr könnt immer noch Boxfight spielen, Zone War spielen, die ganzen Sachen könnt ihr noch spielen. Und es gibt auch noch ein paar Mobile-Spieler, die dann mit euch spielen werden. Das heißt, es ist auf jeden Fall alles easy. Was ihr leider nicht machen könnt, ist, wenn ihr einen PC-Kumpel habt und der PC-Kumpel sagt so, yo, come on, Bro, wir kleppen ein bisschen die Gegner, könnt ihr nicht sagen, ja, ich bin dabei, sondern ihr könnt dann halt einfach leider nicht mit ihm zocken, weil ihr halt leider auf Mobile-Seiten gebannt seid. Auf allen Android-Geräten, also Samsung, Huawei, die ganzen Marken und so, läuft Fortnite noch einwandfrei, läuft Fortnite noch ganz normal. Damit könnt ihr dann natürlich mit allen PC-Spielern zusammenspielen, wenn ihr einen Samsung-Handy habt zum Beispiel. Genau, ihr könnt auch Duo Open spielen, und angenommen, ihr habt einen Kumpel, der ist Apple und spielt auf der gebannten Version, und ihr seid auch Apple und ihr spielt auch auf der gebannten Version, dann könnt ihr natürlich zusammen Fortnite Mobile spielen. Nur, was es halt nicht mehr gibt, ist Fortnite Mobile im App Store. Also wenn ihr es jetzt einmal löscht, habt ihr es auf jeden Fall danach nicht mehr. Gegner.
bei mir. Hä? Wo ist er? Vernichtet sind. Ripes, du musst mich hier töten lassen. Mann, Ripes. Guck, Leute, das ist doch ein schlechter Teammate. Ich will hier für euch die Kills machen. Ich hinter mich hier schön hoch und er macht einfach die Kills. Wo ist easy? Hab einen. Watch out. Warte, ich hol, ich hol. Ah, GG. Noch mehr. Hä? Noch mehr. Bro. Ja, wo waren wir? Oh, Hilfe, Hilfe. Bitte. Wo ist er? 90. So, ich habe jetzt einen Jetpack, Leute, habe ich noch nie gespielt. Moin. Ich habe auch keine Metz. Dort und dort. Wie schlecht der ist. Oh, Marlon, holst du? Ach, keine Metz mehr halt. Fünfzehner. Vierziger. Okay, Leute. Also, es gibt natürlich noch einen Weg, wie ihr das holen könnt, wenn ihr jetzt nicht unbedingt noch das alte Fortnite installiert habt. Und zwar geht das Ganze über den PC, Leute. Ihr könnt da einfach ganz einfach euer iPad anschließen und damit so eine App, die heißt, wenn ich jetzt mich nicht irre, iMazing. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal ein Video unten, wo beschrieben wird, wie das ganz genau geht. Könnt ihr dann mit dieser App euch Fortnite wieder runterladen. Ist auf jeden Fall jetzt nicht so schwer, ihr braucht dafür eigentlich nur einen PC. Könnt ihr zum Beispiel einfach Mama oder Papa fragen und sagt ihr, hey Mama, hey Papa, kann ich kurz mal mit meinem iPad einen PC? Die werden schon nicht nein sagen, Leute. Also ihr bekommt auf jeden Fall Fortnite wieder, wenn ihr das wirklich wollt. Das einzige Problem ist halt einfach, dass ihr dann noch in der alten Season spielt. Aber es ist möglich, Fortnite wieder zu bekommen. Wie gesagt, genaues Video, wie das geht, eine genaue Anleitung findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. So Leute, wir probieren jetzt auf jeden Fall nochmal kurz die Runde zu gewinnen. Dann klären wir das Ganze für euch. Geht mal. Okay, ich komme. Campen da oben einfach. Die denken auch Arena. Ich hab halt kaum Metz, weil. Ich auch nicht, Digga. Ich hab keine Metz-Job, wenn ich sterbe. Du musst einfach eine Headshot snipen, ist alles okay. Ja, ja, du hast recht, ich muss echt eine Headshot snipen. Ich hab halt aber auch hart Angst vor dem Bro. Bad. Der hat Gamefreeze, Gamefreeze. Wir müssen hoch. Spray, er hat so viele Metz. Den Highground? Hä? 48? Dann ist doch aktiv jetzt, oder was? Ich check's nicht. Oh, dieses Ding macht mich fertig. Ich bin dead. Dead. Einer Schildcrack. Wow, er holt mich. No way. Wir haben nur Metz. Wow, das Game ist so schlecht. Dieses Public, deshalb weiß ich jetzt, warum ich nicht mehr Public zocke, Digga. Oh, 36 gebe ich ihm als 16 AP. Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Ihr habt jetzt alle wichtigen Infos, die ihr braucht, wenn ihr wieder Fortnite Mobile spielen wollt oder wenn ihr noch das alte Fortnite Mobile weiterspielen wollt. Also Leute, wenn euch das Infovideo gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo hier da. Haut rein und ciao.